Widmann, Macht, Feindesliebe. Jesus. Du bist immer bei mir. Frage ist, ob ich immer bei dir bin, ob ich mir deiner Anwesenheit immer bewusst bin. Es erfordert immer wieder eine Entscheidung, eine Umkehr von außen, von den äußeren Sinnen, von unserem äußeren Denken, Fühlen, Wollen, uns abzukehren nach innen, diese Kehrtwende, diese Umkehr zu dir. Hilf mir, diese Umkehr jeden Augenblick zu vollziehen, mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag. Hilf mir, das wirklich in mich einzuüben, dass ich mich wirklich mit jedem Atemzug, mit jedem Herzschlag zu dir kehre, nach innen gehe, nach innen wende, diese Wende nach innen, zum Vater, zur Quelle. Mich allein auf dich ausrichte, auf dich schaue. Und führe du mich zur Quelle, zieh mich an dein Herz, zieh du mich zum Vater, führe du mich zum Vater. Öffne mein Herz, dass dein Wort und deine Liebe, deine Wahrheit, dein Leben in deinem Wort in mich einströmen kann. Reinige mein Herz, dass deine Liebe, dein Wort immer reiner in mich ein und nach deinem Willen, allein nach deinem Willen zu allen Seelen strömen kann, die mich umgeben, diesseits und vor allem im Jenseits. Versammle du diese Seelen immer wieder im Jenseits, die deiner Liebe, deines Lichtes, deiner Wahrheit, deines Lebens bedürfen. Du allein kennst alle Seelen, du kennst alle deine Kinder. Und du allein weißt, wo und wie du mich als Werkzeug verwenden kannst, dass du dein Wort durch mich, durch allen Seelen zukommen lassen wirst. Und segne du dieses Wort und auch diese Seelen, dass sie dein Wort aufnehmen können in der rechten Weise und dass es ihnen zum Heil und zum Segen gereiche, für Geist, Seele und Leib. Allen Seelen im Diesseits und Jenseits, allen denen du dein Wort durch mich zuteilen, zufließen lassen möchtest. Es geschehe jetzt und alle Zeit allein dein Wille. Amen. Johannes Widmann, von eurer größten Macht. Als was ruft ihr mich? Einige unter euch werden sagen, Herr, du ließest dich doch ans Kreuz schlagen, wie ein Ohnmächtiger. Hast du überhaupt irgendeine Kraft oder Macht? Solch ein Mensch ist zweifelnd gegenüber meiner Macht. Er traut mir keinerlei hohe Macht zu. Ist es da verwunderlich, wenn ich ihm nicht mächtig beistehe? Heißt es doch, nach eurem Glauben wird euch geschehen. Glaubet ohne Zweifel. Und euch wird danach geschehen. Wohl zeigte ich mich vor euren Augen als schwach. Und doch war gerade dieses Werk, von welchem ihr sagt, dass ich dort schwach erschien, von größter Macht erfüllt. Denn ich setzte am Kreuz meine Liebesmacht ein und erreichte so das Allerhöchste.
Seht, ihr könnt mit einem Schwert einen Feind besiegen. Doch er würde euch noch mehr hassen, euch verfluchen und euch weiter nach dem Leben trachten. Ist das für euch ein Zeichen von Macht, aus Feinden noch größere Feinde zu machen? Am Kreuz gab ich meine Liebesmacht preis. Ich nahm die Schmähungen meiner Feinde an und gab ihnen meine Herzliebe. Welche große Barmherzigkeit ist. So viel sie mich schmähten, so viel segnete ich sie. So viel sie mir fluchten, so viel gab ich ihnen Barmherzigkeit. Und so groß der Schmerz auch war, den sie mir zufügten, so sehr habe ich für sie gebetet. Am Kreuz offenbarte ich meine höchste Vollmacht, meine höchste Kraft. Denn hier habe ich aus Feinden Freunde gemacht. Glaubt mir, mein Kreuzopfer brachte mir schwere und schwerste Gegner des Lichtes zurück. Und zwar nun als heilige Helfer in meinem Plan. Wäre dieses Kreuzesopfer nie geschehen, wäre ihre Rückführung nie möglich gewesen. Mein Kreuzopfer ist das größte Gnadengeschenk an Gerechte und Ungerechte. Es ist der Sieg meiner Liebe. Seht ihr nun, dass euch das, was ihr Ohnmacht in meinem Leben nennt, die höchste Liebesmacht geoffenbart hat? Ich weiß, es gibt der Menschen viele, die da sagen, war denn dieser schandvolle Tod Jesu notwendig? Wer hat ihn gefordert? Dieser Tod war doch ungerecht. Aber ich sage euch, mein Leiden und Sterben am Kreuz ist die ewige Wiedergutmachung, die ewige Rückführung des Gefallenen, die Rückgewinnung des Himmels für diese alle, wenn sie an mein Kreuz glauben und mich in ihrem Herzen annehmen als ihr ewiges Leben. Wann kann ich euch denn eine Gnade geben? Ich kann doch nicht sagen, etwa wenn ihr Verkehrtes getan habt, ihr habt es fortan nicht mehr getan. Ich kann doch nicht lügen. Ich kann wohl sagen, dein Werk war übel. Ich will für dich bezahlen, sodass deine Sünde wie in den Sand geschrieben und durch den Hauch meiner Gnade verwischt ist. Man sieht hiervon keine Spur mehr. Was ist, so ihr einem Menschen Böses tatet? Kann ich sagen, ihr habt ihm nichts Böses getan? Nein. Aber ich kann seine Wunden heilen. Ich kann ihn so sehr trösten, dass sein Herz wieder froh ist, dass er nichts Böses mehr wider euch hat, vielmehr euch wieder liebt und so in der vollkommenen Gottesliebe ist. Denn wie könnt ihr mich ganzen Herzens lieben, wenn ihr eines meiner Kinder hasset? »
wohne ich doch auch in diesem Kind und will ich doch von euch in jedem Kind geliebt werden. Denn nur das ist die ganze Gottesliebe. Nehmt an, ein Mensch schuf sich durch eigene Schuld ein großes Leid. Kann ich jetzt sagen, nun ist kein Leid mehr hier? Nein, aber ich kann sagen, Finsternis weiche. Das ist mein Kind, es hat an mir gesündigt. Ich trage für dasselbe. Ich gebe ihm Gnade und Vergebung. Ich gebe ihm Erlösung. Ich gebe ihm mein Herzblut, damit alles reingewaschen, alles erlöst ist. Ich schaffe für ihn alles neu. Heil, ewiges Heil ist sein Anteil. So habe ich neu geschaffen und erlöst, was einst verkehrt gewirkt war. Es ist alles gut geworden. Ist diese Macht der Erlösung, die ich euch gewähre, nicht eine Macht über allen Mächten? Ihr sagt oft, Herr, die sind für uns stark, die ihre Feinde niederschlagen. Nein, wer seine Feinde zu Freunden macht und sie erlöst, der allein hat die wahre Gotteskraft. Die sind die Helden des Geistes und wahre Sieger. Denn wer einen Feind hat und ihn noch mehr schlägt, er macht ihn zu einem noch größeren Feind, der ihm Verderben schwört. Wer aber einen Feind zum Freund gewann, hat ewige Freude an ihm. Es war ein göttliches Werk, das er wirkte. Also seht meine höchste Macht, fleht sie an, und ich sage euch, Himmel und Erde werde ich für euch bewegen, Größtes für euch ins Werk setzen, dass ihr nicht jammert, sondern frohlocket in meinem wunderbaren Wirken an euch. Mir ist in eurem Leben alles möglich. Glaubet mir, glaubet an meine Größe und euch geschehe nach eurem Glauben. Amen. Jesus, danke dir für dein Wort durch Johannes Wittmann. Lass dein Wort in unser Herz einfließen und dort Frucht bringen. Lass uns dein Wort in deinem Herzen bewegen. Lass uns deinen Geist, deine Liebe, deine Wahrheit, dein Licht, deine Kraft in deinem Wort erkennen und in unser Herz aufnehmen, dass es in uns und durch uns Frucht bringe. Lass uns nicht an dem äußeren Buchstaben der Worte, vor allem nicht deines Wortes, hängen bleiben. Lass uns dein Wort nicht so sehr im Kopf, sondern im Herzen bewegen. Denn nur im Herzen kann es wahre Früchte der Liebe bringen. Nur aus dem Herzen entspringt Liebe und die Wahrheit und das Leben. Der Kopf unseres äußeres Verstandesdenken hängt am Buchstaben. Bleibt am Buchstaben hängen. Aber der Buchstabe tötet, nur der Geist macht lebendig. Wenn wir zum Leben, zum Geist vordringen wollen, müssen wir ins Herz hineingehen.
uns vom Kopf ab ins Herz, dem Herzen zuwenden und dein Wort nicht im Kopf, sondern im Herzen bewegen. Und von Herz zu Herz weiterreichen nach deinem Willen, als dein Werkzeug. Reinige uns immer wieder, dass dein Wort immer reiner in uns ein und durch uns fließen kann, zu allen Seelen, die mit uns verbunden sind und denen du durch uns dein Wort zukommen lassen wirst, im Diesseits und vor allem auch im Jenseits. Versammle du immer wieder alle Seelen aus dem Jenseits um uns und vor allem eben lass ihnen diese Worte aus diesen Meditationen, Zwiegesprächen, Dialogen zukommen. Und hilf ihnen, dass sie deine Liebe, dein Licht, deine Wahrheit und dein Leben in deinen Worten erkennen. Segne diese Worte und alle die Seelen auch, dass in dein Wort zum Segen, zum Heil gereiche für Geist, Seele und Leib. Lass immer wieder allein deinen Willen geschehen in uns, an uns und durch. Und lass uns Werkzeug deiner Liebe und deines Wortes sein. Lehre uns zu dienen, lehre uns die rechte Demut. Wasche du uns immer wieder mit dem Wasser deiner Demut und reinige uns im Herzfeuer deiner Liebe, dass wir immer reiner werden und Demut und den Mut zu dienen aufbringen. Dir in allen Menschen, allen Wesen, in allen Seelen dienen, Freunden und Feinden. Hilf uns, du immer wieder die Herrschsucht, die Eigenliebe zu überwinden, zu verwandeln in Demut und wahre Nächstenliebe, dienende Liebe. Lehre uns zu dienen, so wie du allen gedient hast, als Jesus von Nazareth und auch heute jedem dienst. Du, der Höchste, bist der Demütigste. Du trägst alles auf deinen Schultern. Du trägst und erträgst auch mich. Danke, Vater, für deine Liebe. Führe du uns und begleite uns durch diese Zeit, führe du uns durch die Zeit, steh du uns zur Seite, halte deine schützenden Hände über uns und stell uns auch deine Engel zur Seite. Lass uns immer nur auf dich schauen, auf dich vertrauen, an dich glauben, stärke unseren Glauben immer wieder mehr und entzünde uns immer wieder, in uns immer wieder das Feuer deiner Liebe. Lass uns alles aus Liebe. Lass deine Liebe unser einziger Beweggrund und der einzige Motiv sein. Der einzige Grund, auf dem wir uns bewegen. Auf dich zu, du bist unser Ziel. Du bist unser Weg und unser Ziel. Nur auf dich wollen wir schauen, vertrauen, an dich glauben und dich allein lieben, über alles, in allen und in allem.